Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, heute sprechen wir einmal darüber, wie wichtig unsere Nähe, soziale Nähe für uns alle, aber im Speziellen auch für junge Menschen und Kinder ist und was passiert, wenn das nicht gegeben ist, was für Entwicklungen zeigen sich da. Darüber spreche ich heute mit Dr. Michael Trainer. Er ist Naturwissenschaftler, Psychokinesiologe, Autor und Coach und hat uns sicher spannende Antworten parat. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Michael. Hi Silvia, hallo. Schön, bist du wieder da. Ja, ich bin auch gerne da. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und wie immer, ich sage das ja immer, alles, was wir heute besprechen, kommt aus meinen Praxisfällen, ist empirisch unterlegt. Und weil wir ja mit dem Unbewussten der Menschen arbeiten, sind manchmal diese Informationen auch etwas außerhalb des Alltagsdenkens. Ja, ich finde es sehr schön, dass wir über dieses Thema sprechen, weil ich ja auch mit vielen Menschen arbeite, jungen Menschen, die zum Teil auch diese Zeit erlebt haben, wo wenig sozialer Kontakt möglich war, und ich sehe auch die Auswirkungen da, was da entstanden ist, da auch an Zwängen oder Störungen, und eben auch viele junge Menschen, die dann ein bisschen die Flucht auch nehmen in die virtuelle Welt, das sind ja auch keine wirklichen Kontakte, oder ich erlebe junge Menschen, die mir von Freunden erzählen und dann merke ich, es sind eigentlich nur virtuelle Freunde, die da in virtuellen Rooms, in Games oder so, da treffen sie sich, aber sie kennen sich gar nicht. Ja, genau. Ja, also ich nehme gerne mal gerade diesen Ball auf. In der Pandemie hatten wir ja dieses Social Distancing. Und das leuchtet ja ein bei einer schweren Infektionskrankheit. Das muss man ja gewissermaßen Distanz zueinander halten. Und wir haben ja gesehen in der Praxis, meine Kollegen, auch Psychologen, dass in dieser Zeit, dieses Social Distancing, zum Beispiel die alten Leute in den Altersheimen, die hatten ja große Motivationskrisen. Viele dieser älteren Leute, die wollten ja gar nicht mehr wirklich leben, wenn sie ihre Enkelkinder nicht sehen. Ich hatte viele Klienten in der Praxis, die eben in solchen Institutionen arbeiten. Und das war offenbar schlimm. Die älteren Leute haben dann gesagt, ja, ich bin krank, mir geht es nicht gut. Ich will nicht leben, wenn diese Freude mit den Enkelkindern zum Beispiel nicht mehr ist. Und wir haben, wie du gesagt hast auch, hatten wir in dieser Zeit, ich habe selber ein Kind, die waren sehr viel an den Geräten, die haben sehr viel gespielt. Und in dieser Zeit war es ja auch so, dass in der Schweiz war das so, dass die psychiatrischen Anlaufstellen und die Psychologen in dieser Zeit vollständig überrannt wurden, weil offenbar diese Kinder nicht zurande kamen, wenn sie weniger miteinander Fußball spielen und so weiter. Also wenn das nicht mehr möglich ist. Und viele Leute, ich bin ja auch Ökonom, viele Leute hatten ja Homeoffice dann. Diese Homeoffice-Geschichte wurde ja dann sehr ausgedehnt. Diese neuen Möglichkeiten mit Zoom, mit Teams, dass man online miteinander Sitzungen halten kann und sich nicht mehr treffen muss. Das hat ja bei vielen Leuten auch Spuren hinterlassen. Und die waren froh, als man dann wieder ab und zu ins Büro gehen kann und mit jemandem reden kann. Und da zeigt sich einfach, dass wenn wir Social Distancing machen müssen, entstehen sehr viele Probleme in unserer Gesellschaft an den Menschen. Die Leute vereinsamen, werden depressiv und so weiter. Und das zeigt einfach, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Wir sind soziale Wesen. Und wenn man uns diese soziale Nähe nimmt, muss man gut aufpassen, weil die Psyche läuft sonst Gefahr, krank zu werden. Und über dieses Thema möchte ich einfach sprechen, weil diese Tendenz ist ja nicht nur wegen einer Pandemie so. Mit diesen neuen technischen Geräten, Handys, Computer und so weiter, virtuelle Realitäten mit diesen virtuellen Brillen, werden die Menschen ja wie in eine virtuelle Welt hineingeholt, die einem oft mal einfach gerade das anbietet, was man gerade möchte. Man hat dort wenig Konflikte, es ist oftmals vielleicht einfacher. Und das führt ja schon zu einer Veränderung in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir ja in Filmen früher gesehen, dass wir neu auf der Erde eine globale KI haben, die die Menschen anbindet und teilweise isoliert.
Also ist das ein riesiges Thema, wo der Mensch auf vielen Ebenen, über die Technik, über Krankheiten, über unsere neuen Arten, wie wir uns miteinander unterhalten, dass wir da wie Gefahr laufen, sozial zu vereinsamen. Und in der Praxis sehe ich dieses Thema eben plötzlich viel mehr als früher. Ich hatte das früher viel weniger, dass Leute kommen und sagen, ich bin einsam. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und das macht die Leute depressiv. Und ich erinnere mich, ich hatte in der Medizinvorlesung, habe ich mich sehr für dieses Thema interessiert und habe dann so in verschiedenen Forschungsbüchern aus dem deutschen Dritten Reich gelesen. Dort hat man ja Experimente gemacht, ich erinnere mich an dieses Buch, dass man Kinder nicht berührt hat. Man hat ihnen einfach den Schoppen hingegeben mit irgendetwas Metallischem und ein Teil dieser Kinder ist ja gestorben, die hatten zu essen und alles. Berührung, grauenhaft, ja. Soziale Nähe scheint etwas zu sein, das wir brauchen zum Leben. Oder das mag man in einer modernen Industriegesellschaft gar nicht mehr so verstehen, aber es ist eben trotzdem so. Und wenn wir da zu viel Einsamkeit erzeugen, gibt das Probleme. Und ich habe eben viele so Klienten und ich würde gerne an einem Fallbeispiel vielleicht aufzeigen, wie ich das da erlebt habe. Da ist eine Frau gekommen, die ist in meinem Buch das Fallbeispiel 14 und sie ist jetzt mittlerweile 42, sie lebt in der Schweiz und sie ist Lehrerin und Yogalehrerin. Und ich behandle sie schon sehr lange, sie ist eine der ersten Klientinnen, die ich hatte. Und ich weiß von ihr zum Beispiel, dass sie ein Traveler ist. Sie ist also hier auf der Erde zwar inkarniert, aber nur als Reisende. Sie ist in einem anderen Sternsystem sonst verankert. Und sie hat hier einen Auftrag, den sie als außerirdisches Wesen hier einbringen soll. Und der hat zu tun mit der Übergangszeit, dieser Wendezeit, die wir jetzt haben. Und weil sie eben solche Aufgaben hat, hatte sie in der Kindheit sehr viele Angriffe. Ich sage jetzt mal, die destruktive Ebene hat dann eben versucht, ihr diese Aufträge zu blockieren, die Lebensaufgabe zu blockieren. Sie hatte wahnsinnig viele Entführungen, wirklich schlimm, also Jahrhunderte war sie entführt, sehr, sehr lange Entführungen. Dann ist auch wichtig zu wissen, das ist immer wieder etwas überraschend, dass es das gibt. Sie hat ihren Körper nicht von ihren Eltern bekommen, sondern da war eine Laborzeugung im Spiel. Die Mutter wurde befruchtet mit einem Wesen, das die Gene des Vaters und der Mutter drin hat, aber noch weitere Gene. Das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, über das wird sehr selten gesprochen. Und diese Menschen sind immer ein bisschen speziell. Und seit ich sie begleite, vielleicht 5 Jahre, kommt das Thema Einsamkeit, das kommt immer wieder. Immer wieder. Dann ist sie alleine, keine Beziehung, immer wieder kommt Isolation als Thema, keine Freunde. Das verfolgt sie wie etwas, du hast mal in einer anderen Sendung gesagt, es gibt Dinge, die kommen immer wieder und immer wieder und immer wieder. Bei ihr ist das so ein Thema. Und dann haben wir über den Muskeltest versucht, herauszufinden, wo der kausale Knoten dieser Einsamkeit liegt. Und wir haben dann gesehen, dass sie dieses Thema schon seit ihrer Geburt auf sich trägt. Also die ist mit diesem Thema schon geboren worden. Und das ist ja dann ein bisschen erstaunlich. Warum ist ein Mensch schon geboren mit Isolationserscheinungen? Und wir haben das angeschaut und dann kam ein wichtiges Thema, das häufig halt kommt bei so systemveränderer Menschen. Sie hat Sklavengene. Das heißt, ihr Körper hat überdurchschnittliche Fähigkeiten. Sie ist ja ein Laborkind, das von durch labortechnische Eingriffe entstanden ist. Und diese Menschen haben oft überdurchschnittliche paranormale Fähigkeiten. Das ist sehr gut belegbar, dass das sehr häufig ist. Und diese Menschen werden dann oft mit speziellen Genen wieder gebremst, dass die diese Fähigkeiten hier in dieser Frequenz 1, in dieser Trennungsmatrix, dass sie das nicht leben können. Und dann haben wir das genauer angeschaut und dann bin ich über ein neues Thema gestolpert, das ich so noch nicht gekannt habe. Weil wir haben irgendwie in einem Film, ich weiß jetzt nicht, doch ich glaube im Film 28, haben wir gezeigt, dass Gene uns sehr stark beeinträchtigen können und dass an unseren Genen auch manipuliert wird. Und dann habe ich gesehen, dass sie, diese Frau, in ihrem Körper bestimmte Gene blockiert
bekommen hat, schon bei ihrer Geburt. Dann haben wir geschaut, wie diese Gene aussehen, was das ist. Und dann wurde uns gezeigt, dass es offenbar in unserem System, in unserem Aufbau Körper, Geist und Seele, soziale Gene gibt. Also die menschliche Rasse hat soziale Gene wie als Grundbauelement eingebaut. Wir sind ein Herdentier. Also wir sind eben nicht für die Einsamkeit grundsätzlich geboren. Es mag immer Ausnahmen geben, das ist klar, aber grundsätzlich sind wir sehr sozial gebaut und beziehen einen Teil unseres Glücks aus sozialen Ereignissen. Also wenn die Familie zusammen irgendwie ein Spiel macht, wenn wir zusammen Sport machen, das gibt den Menschen einen ganz wichtigen Beitrag für ihr Glück. Und dann haben wir gesehen, dass bei ihr diese Gene alle blockiert waren, zu einem großen Teil, und man sie wirklich sozial, genetisch isoliert hat. Und wir haben dann gefragt, warum man das gemacht hat. Und dann haben wir gesehen, dass eben von Wesen, die ihre Lebensaufgabe verhindern wollten, diese Gene wie umgeschaltet wurden, schon in der Zeugung dieses Laborkörpers. Also die wurde mit Laborgenen gezeugt, die aus Beständen kommen, die wir nicht kennen, weil sie nicht menschlich sind. Und dort hat man diesen Menschen bereits diese sozialen Gene ausgeschaltet. Oder das ist sehr interessant, weil sie wurde ja Jahrhunderte entführt und hat dort als Sklavin vor allem sexuelle Arbeit gemacht. Und wenn man Sklaven halten will, ist es natürlich besser, wenn die nicht zu eng miteinander sich verbinden. Sonst wehren sie sich ja plötzlich gegen ihre Herrscher. Also ist die Regulation der sozialen Gene ist ein Faktor, wie gut man uns letztlich führen kann. Spannend, ja. Und wir haben dann gesehen, dass man bei ihr diese Gene drin hatte und die haben ihren Seelenplan, den sie eben auch hat, neben diesem Laborkörper hat sie noch eine ganz andere Aufgabe. Die haben die Möglichkeit verhindert, soziale Bindungen einzugehen. Und in ihrer Lebensaufgabe, die dann in den kommenden Jahren sich zeigen werden, ist eben soziale Nähe ganz wichtig. Sie wird mit Menschen arbeiten und die wieder in neue soziale Strukturen hineinführen, die wir als Menschen gar nicht mehr haben. Also wir haben offenbar als Rasse früher soziale Strukturen, soziale Bindungen gehabt, die wir in der Neuzeit nicht mal mehr kennen. Also wir wissen nicht mal, was uns da fehlt. Und das haben wir dann bei ihr versucht zu deaktivieren und sind immer noch dran. Das ist ein hartes Ringen. Und ich glaube, dass für diese Übergangszeit, dieses Aufsteigen des Bewusstseins, wird die soziale Nähe wieder ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ein Schlüsselelement für diese Übergangszeit, diesen Aufstieg, das brauchen wir wirklich, um dieses Soziale, um überhaupt dieses Menschsein zu entfalten, das in uns auch noch stecken würde. Ja, das sagst du sehr schön und ich erlebe das ja auch, dass sich viele Menschen jetzt auch zusammenschließen, neue Wege gehen, neue Gruppierungen und ich erlebe das auch immer in meiner Arbeit, nur schon, wenn man authentische Beziehung hat in einer Gruppe und zusammen etwas macht und man so sein darf, wie man wirklich ist und akzeptiert wird, ist nur das jenseits von allem Therapeutischen schon sehr heilsam. Jawohl. Und das beobachte ich immer wieder, deshalb kann ich das nur wirklich doppelt unterstreichen, was du da sagst, mit den sozialen Wesen. Und spannend, dass es vielleicht noch Formen gibt, von denen wir noch gar keine Idee haben. Ja, genau. Ja, genau. Und ich habe dann geschaut, wo werden wir angreifbar? Also auf welchen Ebenen sind meine Klienten ganz empirisch, wo wird ihnen ihr Sozialverhalten irgendwo verändert? Natürlich durch die Familiengeschichte, Eltern sind Alkoholiker, Schläge und so weiter. Die Kindheit ist ein ganz großer Faktor, der prägt, wie viel Nähe, wie viel soziale Bindung wir brauchen, zulassen können. Und dann habe ich eben gesehen, dass diese sozialen Gene, die scheinen sehr wichtig zu sein und über die kann man unser Sozialverhalten eben auch steuern. Und da ist es wichtig, dass wir als Therapeuten wieder das einbeziehen, dass es offenbar Gene gibt, die man ausschalten oder einschalten kann und die unser Sozialverhalten fördern oder blockieren. Und es ist eben so, dass wenn Menschen entführt werden, dass dann oft diese sozialen Gene ausgeschaltet werden, dass wir wie isoliert in diesen Entführungen gehalten werden können. Und
Das Problem ist, wenn wir solche sozialen Gene deaktiviert haben, entsteht wie eine Schwächung in unserem System. Mhm. Und dann entstehen Systemlücken, energetische Löcher in unserem energetischen Kleid. Und dort kann man uns dann sehr leicht fremdenergetisch anpacken. Dort kann auch die KI dann rein. Also wenn wir schauen, wo kommen künstliche Intelligenzsysteme ins System rein, sehen wir, das sind einerseits Erreger, aber andererseits eben auch Gene, die für das eine Prädisposition schaffen. Und was bedeutet jetzt das für uns alle? Also was können wir jetzt gerade im Moment oder wenn wir das hören, tun oder was können wir verändern? Oder hast du da für uns auch etwas gerade an die Hand, was wir jetzt beachten dürfen? Ja, ich denke, ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen. Mhm. Neben dem, dass man diese sozialen Gene ausschaltet oder die Kindheit schwierig war, gibt es noch ein drittes Thema, wen wundert's? Gewisse Erreger stören auch unser Sozialverhalten. Also gewisse Krankheiten, da ist insbesondere dieses HIV, es haben oft Leute HIV-Viren, das ist verbreiteter, als man denkt, wenn man das abfragt. Und dann auch SARS, das sind eine Art Gattung von Viren, mhm, die Glaubensmuster in die Klienten reintragen. Ich will alleine sein, ich bin nicht gut genug für den Kontakt mit anderen. Und die isolieren dann die Menschen über antisoziale Glaubenssätze. Ich darf nicht unter die Menschen gehen, mich mag niemand und solche Dinge. Und wenn man eben dann sieht, wo Soziales, gestört wird, oder dann auch die Erreger können ja zum Teil dann auch Zentren im Gehirn befallen, die im limbischen System steuern, wie viel Nähe können wir zulassen. Das hat alles einen Effekt darauf, wie viel Nähe wir zulassen können. Und wir sind da sogar auf etwas sehr, sehr Verrücktes gestoßen. Wir haben gesehen, dass gewisse Erreger, ich habe mir da nicht aufgeschrieben, welche das sind, ich glaube, es sind Herpesviren, die befallen den Nerv 5, den Trigeminus, und den Nerv 7, den Facialis. Und die können unser Sozialverhalten dadurch verändern, dass sie die Gesichtsmuskeln bremsen. Ah. Also dass unsere Mimik durch Befall dieser Nerven träger wird, und dann verlieren wir einen Teil unserer Mimik und sind dann schwerer lesbar für die anderen Menschen. Okay. Also das geht so weit, dass wir wie Maskengesichte durch diese Herpesviren bekommen und nicht mehr lesbar sind sozial, dass wir dann ein bisschen wie Maschinen werden. Das ist ja eine verblüffende Geschichte, finde ich. Und wenn du mich fragst, was könnten wir da machen, dann würde ich meinen, dass wir wie gut auf dem Radar haben sollen, haben die Menschen, die wir behandeln, genügend soziale Nähe? Ist das ein Thema? Man muss das vielleicht vermehrt auf den Radarschirm nehmen, gerade jetzt, wo diese globale KI sich so schnell ausbreitet. Und dann muss man wirklich versuchen, an den Stellen, wo etwas ist, Kindheit, dann diese sozialen Gene, diese Erreger, dass wir dort wirklich eingreifen und das, was es braucht, verändern. Das ist einfach das, was ich sehe. Mhm. Vielleicht siehst du in deiner Praxis andere Dinge, wo man an diesem Sozialverhalten etwas machen kann. Nein, ich sehe schon eben, dass ich habe jetzt die Möglichkeit, diese soziale Nähe eben aufgrund meiner Arbeit wiederherzustellen. Mhm. Aber ich spüre schon auch, dass es oft auch noch mehr braucht. Eben gerade auch diese chronischen Erschöpfungen, all diese Dinge, die da junge Menschen haben, ja, also die mit 20, 25 schon 100% IV haben, einfach als psychosomatisch deklariert wird und auch als austherapiert. Und die sagen wir aber auch immer, weißt du, es ist irgendetwas, ich spüre das. Es ist nicht einfach, dass es psychisch ist. Mhm. Und da ist manchmal dann schon die Frage, wo setzt man an? Gut, ich habe auch einige Ideen durch die tollen Ärzte, die auch bei uns sind, eben das mal von einer anderen Seite, eben von der körperlichen Ebene anders anzugehen. Aber diese Ebene, die du jetzt für uns eröffnest, eben auch mit der Kinesiologie und deiner Arbeit, ist nochmals ein wunderbarer weiterer Baustein. Ja, wo man eben auch noch intervenieren kann, ja, oder? Ja. Und etwas erreichen kann. Oder wenn ich einfach vielleicht als kritischer Bürger und Zeitgenosse das so sehe, dann sehe ich einfach, die soziale Isolation, die nimmt im Moment sehr schnell zu. Mhm. Und verschiedene Mechanismen führen zu diesem Phänomen, dieser sozialen Verarmung.
seien das Krankheiten, Pandemien, sei das die Technik, sei das auch der Stress, den wir haben, oder diese Lean-Management-Geschichten, alle sind irgendwo am Limit. Mhm. Und diese neuen Lebensformen, jeder ist irgendwie für sich, die Familie ist nicht mehr wichtig. Wir haben da schon eine Form erreicht, die den Menschen immer mehr isoliert und uns ein bisschen wie Maschinen werden lässt, die jede für sich ihr Leben lebt und ihre Arbeit macht. Und mich hat das sehr berührt, dass es gibt ja so einen Israeli, der spricht von diesem Transhumanismus, dass der künftige Mensch eben rationaler sein sollte, weniger gesellig, weniger emotional und dass wir dann eine bessere Welt hätten. Aber ich frage mich dann manchmal, ob das dann wirklich für uns Menschen dann noch eine lebenswerte Welt ist, wenn wir soziale Wesen sind. Oder ob wir dann nicht ein bisschen wie Greys werden. Man sagt ja, diese Greys haben keine Gesichtsmuskulatur. Man kann die nicht lesen. Die schauen einem an und man weiß nicht, ob sie lachen oder ob sie böse sind. Und das ist für uns ja wichtig, dass wir sozial einander lesen können, spüren können. Und wenn es jetzt wirklich eine Spaltung der Zeitlinien gibt und die Menschen sich da irgendwie wie positionieren und finden müssen, ist es ja gerade wichtig, dass wir uns wieder miteinander verbinden. Absolut. Und dass wir uns nicht isolieren lassen oder isolieren wollen. Ja. Und das scheint mir eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte zu sein. Und wenn wir vielleicht auf das Bild gehen, sehen wir hier, dass wiederum der Befall von Erregern geht eben auf das limbische System, hier mit dem großen blauen Kreis eingerahmt. Oder und dort ist die Pons, also die Brücke, das ist die Verlängerung des Stammhirns. Und unten sehen wir den Hirnstamm oder das Stammhirn. Und in diesen Gegenden ist ein großer Teil unseres sozialen Verhaltens abgespeichert. Dort ist eben auch der Facialisnerv entspringt dort. Und dort ist ein Teil unseres Sozialverhaltens drin, ob wir Nähe zulassen oder nicht. Mhm. Und Erreger, die dort eingreifen, stören eben dieses System. Ja. Und vielleicht tun wir gut daran zu verstehen, dass ein Teil unserer Isolierungen auch mit den Krankheiten, die wir in den letzten Jahren hatten, Erreger zu tun hat. Ja, und so ein Gedanke auch noch, was vielleicht auch ein Weg auch ist, ein kleiner Ansatz vielleicht eben, dass ich habe schon in anderen Sendungen gesagt, dass ich sehr viele junge Menschen erlebe, die da irgendwie so in den Berufsweg rein ein bisschen gezwungen werden, nicht aus bösem Willen, weil man möchte, dass die Kinder jetzt einen Weg gehen, man hat Angst, oder? Und die keine Freude haben. Und die Reaktion ist dann oft eben die Flucht in die sozialen Medien und man ist dann erschöpft, man geht nicht mehr raus, man hat keine Lust, man mag da nicht. Und das erlebe ich ganz oft, oder? Dass wir auch wieder mehr versuchen, eben nach unserer Freude vielleicht zu leben und dass das uns auch mehr Energie gibt. Vielleicht ist das blauäugig, aber ich weiß nicht, das erlebe ich immer wieder so ein bisschen, dass da dann wie so ein, dass einem ganz viele Dinge nach sich zieht, wenn man gegen die Freude lebt. Genau. Und eben ein Teil der Freude schöpfen wir halt letztlich aus Dingen, die wir zusammen machen. Und nicht nur vielleicht aus Spielen, wo wir viele Punkte machen, sondern dass wir eben da zusammen sind. Oder? Und wenn es einen Kampf um die Menschheit im Moment gibt, weil das Bewusstseinskollektiv auseinanderfällt, dann denke ich, wird ein großer Teil dieses Kampfes über unser Gehirn ausgetragen. Und dort wird eben viel Zwischenmenschliches und was uns zu gefühlsvollen, emotionalen Menschen macht, wird dort gesteuert. Und es ist wichtig, oder was können wir machen, dass wir da genügend soziale Nähe kriegen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir den Kontakt mit Liebsten, dass wir den Kontakt mit Menschen, dass wir das wieder vermehrt pflegen. Ja. Also, dass wir wieder vielleicht in einen Club gehen, in einen Sportverein oder irgend sowas, wo wir Leute treffen oder einen Verein gründen mit Menschen, die gleich denken oder so, dass wir uns nicht von dieser gestressten Welt, in der wir leben, isolieren lassen, erschöpft am Abend ins Bett sinken und wieder den nächsten Tag weiterkämpfen. Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dem Thema Erreger viel, viel mehr Raum schenken. Und die kann man so einfach neutralisieren, ohne Chemie, ohne Mittel, dass man da vielleicht dran sein muss. Dann sicher, dass man diese globale KI, die eben an diese Erreger andockt, immer wieder ausschaltet. Und dass wir schauen, wo haben wir in diesem limbischen System Schwächen, in diesem seelischen System Schwächen, dass wir das flicken und dass wir
einfach versuchen, selber zu denken, uns nicht von den Dingen, die im Außen passieren, überrollen lassen, einspuren lassen. Jeder in seinem Auto, im Stress, auf der Autobahn, sondern dass wir da wieder uns besinnen, dass wir mehr zusammen machen müssen. Es ist gerade ein wirklich wunderschönes Schlusswort. Und natürlich möchten jetzt die Menschen auch wissen, eben du machst Kurse für Interessierte und für Therapeuten, Ärzte. Und du hast ein Buch geschrieben. Und wo finden die Menschen dich? Also am einfachsten vielleicht über meine Homepage www.trivolution.ch. Und das ist schon so, oder wir versuchen einfach dieses Wissen über diese Zusammenhänge, was Menschsein eben noch beinhaltet, neben dem, was wir haben, versuchen wir die Menschen zu schulen. Und vielleicht ein letztes Bild, oder? Was ich beobachte, ist, dass mit diesem Entstehen von zwei Bewusstseinsfeldern, wir haben das in einem anderen Film mal hergeleitet, dieses Aufstiegsbewusstsein 2, was uns in die Frequenzebene 2 hebt, und das Aufstiegsbewusstsein 3, das uns in die Frequenzebene 3 setzt. Was man erkennen kann, ist, dass das Aufstiegsbewusstsein 2 über eine globale KI arbeitet, und diese KI scheint die Menschen wie immer mehr zu isolieren. Also, dass der Mensch glücklich ist mit sich alleine, mit seinem Handy, vielleicht Filme schauen, irgendwie so. Und interessanterweise, dass das Aufstiegsbewusstsein dort ganz anders funktioniert und viel mehr wieder in dieses Soziale die Menschen reinführen will. Ja. Also ich glaube, dass es wie, dass man sich vielleicht bewusst sein muss oder sein darf, dass wir in Zukunft gut wählen müssen, wollen wir eher in ein uns vereinsamendes System eintauchen oder wollen wir genau das nicht, dass wir da wie einen Fokus drauf legen. Ich glaube, das entgeht uns ein bisschen in diesem Mitteleuropa, weil wir alle so busy sind, absolut, so viel zu tun haben und so wichtige Ziele haben, ja, aber dabei vergessen, dass wir ja eigentlich auch noch Menschen wären. Und das vielleicht scheint mir wichtig, und da kann jeder selber dran arbeiten. Wunderbar. Ganz schön, dass du diesen Aspekt jetzt für uns auch noch aufgedeckt hast. Und ich glaube, da hilft es uns wirklich immer, wie du auch schon gesagt hast, wenn man alles zur Verfügung hat und diese Dinge weiß, dann kann man sich frei entscheiden. Und wenn man es nicht weiß, dann tappt man da vielleicht ein bisschen im Dunkeln. Vielen Dank, lieber Michael. Gerne, Silvia. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir haben noch ganz viele Sendungen auf unserem Kanal und auch auf der Homepage von Dr. Michael Trainer. Es lohnt sich, da reinzuschauen. Ich hoffe auf ein anderes Mal. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.